Was geht hier ab? Alright, 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 Leute, willkommen zurück zu einer neuen Extreme Jackpot Folge. So, wir gehen mal sicher, dass wir auch Extreme haben. Skins und Stickers und guten Stuff. Wir wollen alles haben und wir wollen auch nichts verlieren. Und deswegen starten wir auch direkt unseren 211. Jackpot schon. Das ist so nicht ordentlich. Und wir fangen mit $360 an. Ist schon was drin. Auf jeden Fall will ich mal irgendwie einen Damascus Steel Stack Factory New haben und Stat-Track. Oder diese Shadow Dagger mit Crimson Web und Stat-Track. Die sollen wertvoll sein. Ich will die in meiner Sammlung haben. Mal gucken, wann ich die bekomme. Aber natürlich auch die Karambit Fates. Die Karambit Fates sind unser Number One Ziel. Da ist gerade was mit $700 reingekommen. So, ansonsten recht durchschnittlich. Aber es ist auf jeden Fall zwei Items drin, die wahrscheinlich... Oh, eine Medusa für 650. Nice. Auch wenn ich die Medusa eigentlich schon so oft habe. Was will ich mit der? Und da ist das Karambit Star Stat-Track. Okay. Okay. Ja, haut mich nicht weg. Haut mich nicht aus den Socken, aber die Medusa ist schon ganz nett, ne? Gebe ich für eine $600 Medusa viel Geld aus oder nicht? Theoretisch habe ich Items. Ich habe zwei... Das sind gute Items. Die will ich doch nicht einfach so weggeben. Kommt, wir versuchen gleich mit einem guten Stickern, oder? Wir versuchen es gleich mit einem guten Stickern. So, das nenne ich Einsatz. Was habe ich danach noch? Und danach habe ich fast nichts mehr. Das muss funktionieren. Holy shit, 46%. Gleich in der ersten Runde. Viele Leute sagen, wenn man auf Start drückt, gibt es so einen Lag. Den gab es schon immer bei Jackpot. Wenn man diesen Lag hat, weiß man sofort, dass man gewonnen hat. Ich versuche diesen Lag zu ignorieren, indem ich einfach dazwischen quatsche oder darüber rede und dann drücke ich auf Start. Und dann weiß ich vielleicht schon, ob ich gewonnen habe oder nicht. Dann warte ich immer dieses Rolling ab, das macht die Sache spannender. Dann wird es geiler und dann kriegen wir auf unseren Knives. Und come on, bleib auf Stand. Nein! Ja, wie verballert man $4000 gleich in der ersten Runde? Das war ein super Anfang. Oh, wisst ihr, wie viel Farming ich machen muss, damit ich wieder diese 10 Sticker reinkriege? Ich habe noch 10 Stück davon, ein bisschen mehr, ich kann noch mal spielen. Aber es tut weh, weil das ist eine verlorene Runde und verlorenes Geld, verlorene Zeit, verlorene Hoffnung. Ich hätte in der Zeit auch eine Familie gründen können oder sowas, aber nein. Und der nächste Jackpot präsentiert uns das beste Item und das ist ein Slaughter M9. Nicht das Geilste, was ich hier hatte. Nep. Nix Besonderes. 1800 sollte reichen, 30%. Ne. Wir drücken mal auf Start. Roll it, baby, roll it. Jetzt kannst du wieder alles rausdrücken. Nein, nicht ganz. Es ist ein beschissener Jackpot und es bleibt auf Stand. Nicht. AIDS. Ich krieg AIDS. Super Anfang. Okay, $400 sind wieder drin. Aber zwei Runden ultra verkackt. Kriegen direkt die nächste Runde Scheiße serviert. Es ist so, als ob ein Kellner reinkommt und so ein Tablett hat und wo ein Haufen Scheiße drauf ist. Ich glaube, ihr könnt euch das ganz gut vorstellen, wie ich das meine. Und wenn das Spiel uns nur Scheiße serviert, schieße ich auch Scheiße zurück. Gerade mal $400 mit einem Extreme Jackpot, das lohnt sich. Da war eine Dragonlore drin für $400, aber... Dragonlore habe ich schon so oft. YOLO's Wagons haben gewonnen. Eine Lightning Strike, die ich noch brauche. Eines der Items, die ich noch brauche und... Ansonsten alles Banane. Und die gehen gar nicht mal so billig rein, so mit 2200 und 36%. Das ist auch schön. Ich versuche da auch nicht drauf zu achten. Das nimmt die ganze Spannung weg, weil wenn jetzt hier das Stand Drop, ich habe meine Augen zu, ich sehe es nicht. Und bam, fuck die Scheiße, ey. Die heutige Folge ist eine Geduldsprobe. Eine verdammte Geduldsprobe, weil ich glaube, das wird echt ein Shit heute. Wenn ich auch nur eine einzige Runde gewinne, wäre ich glücklich. Aber das Beste, was wir hier drin haben, ist auch wieder nur das Slaughter. Wir gehen so langsam die Sticker aus, weil ich die immer wieder hier verballer. Ich muss mal wieder viel Geld ausgeben und mal irgendwie 500 von den Kapseln aufmachen. Roll die Scheiße. Roll it. Bleib offen. Komm an, wo ist das denn? Da ist das denn. 23%. Für einen beschissenen Jackpot, den ich nicht mal haben wollte. Aber ich krieg einen Jackpot-Winner. Yes. Und das beste Item, was wir kriegen, ist ein Slaughter für 355. Es gibt Jackpots, über die freut man sich nicht mal. Hey, wir haben unseren 50. Jackpot gewonnen, Leute. 50 von 200. Das ist so ein beschissener Gewinn schon. Wieder nur Rot. Gott, ich krieg heute... Ey, ich kann euch heute nichts servieren, Leute. Das Game will es nicht. Ich würde euch gerne ein Gourmet-Schmaus servieren mit den besten Items, die ich je in meinem Leben gesehen habe. Aber das Game will es nicht. Es will, dass ich leide. Es will, dass ich rage. Es wird nichts. Das ist beschissen alles. Zweiter Jackpot in Folge.
Und warum sind es immer die beschissenen Dinger, die ich gewinne? Warum sind es immer die beschissenen Dinger, die ich gewinne? Da sind kein Knife, da ist kein Knife drin, das ich haben will. Da ist das Ember Fade drin, was im Das 2 Package drin ist. Das ist nutzlos. Zwei der nutzlosesten Jackpots in dieser Folge habe ich gewonnen. Die zwei geilen, die ich davor mit richtig viel Geld investiert habe, habe ich verloren. Eine Menge 300-Dollar-Items kommen da rein, das ist okay. Werden wahrscheinlich irgendwelche M9s sein. Slaughter, Tiger Tooth. 350, okay, der Wert ist ordentlich. 400 Dollar, nochmal 3, what the fuck. Das wird teuer, das wird ein teures Ding. Wir haben fast 7000 Dollar jetzt noch und ich muss jetzt noch meinen Wert reinpacken. Wir gucken nach, was wir haben. Wir haben Karambit Stat-Rack, so viele Karambits, aber alles so 300 Dollar, das ist nichts Wertvolles. Ein Blue Steel für 240, ein Flip Knife. Marble Fade für 500, nicht schlecht. Leider kein Stat-Rack. Nike ist auch dabei. Eine Medusa für 300 Dollar ist dabei. Shadow Daggers ganz okay. Ein Doppler Knife für 300. Alles 300 Dollar. Aber nichts Fettes. So geil, so wertvoll der Jackpot auch ist, da ist nichts Fettes drin und das ist scheiße. Aber die Menge an Knives kommt. Ich pack meine zweitbesten Sticker rein. Wär da noch ein Karambit Fade drin gewesen, hätte ich locker mit all meinen besten Items rein. Ich hätte meine ganzen Knives reingepackt. Aber so reicht mir auch. Ich wäre nicht so ganz traurig drum, weil die ganze Folge schon verarscht mich hier die ganze Zeit. Lässt mich hier eh nicht gewinnen, egal was ich ziehe. Und dann drücken wir auch auf Jack. Ha, jetzt da seht ihr. War da ein Leck drin oder nicht? Ihr wisst es nicht. Ich. Holy shit. Holy shit, der dritte Jackpot in Folge, den ich gewinne. Es sind alles beschissen. Die sind alle drei waren beschissen. Ich hatte schon geilere Dinger. Die eine Folge, wo ich zwei Karambit Fade in einen Jackpot getroffen habe. Oh, sensationell. Sensationell geiler Jackpot gewesen. Hier ist ein Haufen 300 Dollar Item, zweimal ein Doppler Karambits. Ist okay. Ist aber nicht geil. Vier Jackpots in einer Folge. Wenn ich vier Jackpots in einer Folge gewinne. Oh, da ist was für 680 reingekommen. Shadow Dagger Slaughter für 400 fast. Fehlt mir in meiner Sammlung. Sind da gerade drei Dragon Laws in einem Jackpot drin? Eins, zwei und ganz unten ist noch einer, oder? Heilige Scheiße. Was ist das für eine Folge, ey? Ich werde komplett verarscht. Komplett durchschnittliche Jackpots, wo nichts Geiles drin sind, aber trotzdem irgendwie so wert für den Sinn. Ach, was ist das? Ein 680 Dollar Dragon Law mit 30%. Ordentlich. Roll it. Vierter Jackpot. Stopp. Vierter fucking Jackpot in Folge. Der vierte fucking... Ich krieg drei fette Dragon Laws. Was geht hier ab? Ich werde am Anfang komplett beschissen von den Geben. Am Anfang waren gute Items drin, die ich haben wollte. Hab viel geboten. Jetzt kriege ich vier komplett durchschnittlich. Nein, nicht durchschnittlich. Die waren schon wertvoll, aber ich krieg da keine guten Items. Da sind nur durchschnittliche Items drin. Ich gewinne die. Ich krieg den vierten Jackpot in Folge. Nummer 5. Let's do this, Leute. Da ist schon wieder was für 680 reingegangen. Ich krieg diese Dragon Laws echt nicht aus dem Hals mehr. Ich habe zu viele Dragon Laws in meinem Leben gesehen, als dass ich noch geil auf die Dinger wäre. Wir lassen den Gegner auch mal eine Chance, ne? Ich meine, was soll ich mit den Dragon Laws, die ich die ganze Zeit hier kriege? 25% ist genug, um nichts zu bekommen. Diesen Jackpot will ich ehrlich auch gar nicht hinter. 5 Jackpots in einer Folge, das ist so eine... Das ist einfach Utopie. So close! So close! So fucking kurz davor! Meinen 5. Jackpot in Folge zu gewinnen. Shit. Da ist was für 718 reingegangen. Jetzt bin ich hyped. Kann entweder eine Medusa sein oder ein Karambit ohne Stat-Rack. Karambit Fade ohne Stat-Rack ist gut. Nicht geil, gut. Kann man ausmachen. Das ist Wahnsinn. Da ist nochmal was für 500 reingegangen. Natürlich muss es eine Dragon Lore sein, die für 500 reingeht. Gott, ich kann die echt nicht mehr sehen. Oh, ein Tiger Tooth. Ein Tiger Tooth für 718 habe ich schon dreimal. Eine Lightning Strike, die ich immer noch brauche. Eine Medusa für 400. Das ist eine ganz komische Jackpot-Folge diesmal, Leute. So, zweitbesten Sticker. Ein gutes Tiger Tooth ist drinnen. Wäre nicht schlecht, wenn wir das gewinnen würden. Aber leider kein Karambit, so wie es aussieht. Roll it. Come on, Stan, bleib stehen. Warum gewinne ich diese Jackpots nicht, wo die guten Items drin sind? Warum gewinne ich vier Jackpots, wo nur Scheiße drin ist? Die Ausbeute ist definitiv nicht schlecht. Wir haben eine gute Dragon Lore bekommen. Wir haben vier gute Dragon Lores, glaube ich, bekommen, die ich eigentlich gar nicht haben will. Wir haben eine Menge Doppler Knives für 300 Dollar. Wir haben eine Menge...
Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Es ist geil, dass wir 4 Jackpots hintereinander gewonnen haben, aber es ist scheiße, dass wir so wenig Items dabei rausbekommen haben. Karen Bit Fate wäre nicht schlecht gewesen, da hätte ich echt Bock drauf. Aber naja, falls ihr wissen wollt, wie mein neuer Trading-Name ist und alles drumherum um Caseclicker, dann folgt mir auf Facebook und Twitter. Klickt mal hier oben rechts auf das i, dort könnt ihr weitere Jackpot-Folgen von Caseclicker sehen. Abonniert mich, wenn ihr keine weitere Folge verpassen wollt und gebt mir Flosse. Flop.